Hallo und herzlich willkommen in der nächsten Folge. Wie eben vor 2 Minuten abmoderiert, suchen wir unsere in der vorherigen Folge verloren gegangenen Säbelzahntiger, unsere 150er oder 145er, weiß ich gar nicht mehr, Schneeeule und unser 150er Agentavis-Mädel. Wir sind nämlich da in zwei Gegner hineingelaufen, die ich eigentlich nicht so bald da treffen wollte, aber es leider getan habe. So Shadow Mare oder wie man die ausspricht. Ich bitte euch, mir das zu verzeihen mit den neumodischen, unter Anführungsstrichen, Dino-Namen, da ich tatsächlich halt wirklich mehr die Standard-Dinos immer nur gezähmt habe, weil ich halt auch nur noch Standard-Karten gespielt habe. Ich meine, ich habe die Erweiterung für Extinction und Aberration und wie sie alle heißen. Oh, das ist ein schönes Vor-, Schloss-, Siedlung, weiß ich nicht. Okay, jetzt sind sie weg. Das taugt man zwar überhaupt nicht. Und Dino-Feind oder natürlich auch keinen mit. So, einmal mit der Karte herumlaufen. Also wir waren doch irgendwo da, wo wir gestorben sind, oder? Ich habe auch keinen Ferngucker, damit ich jetzt wüsste, ob das was Gefährliches ist da vorne. Da sind Pferde. Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde, heißt so schön. Ja, du Bayerl. So, das war doch das Wasser, wo wir einen Schluck getrunken haben, oder? Wenn da jetzt Agentavis herumfliegen? Nein, was nicht. Na. Sagen haben wir mit Skorpionen ein bisschen die Zeit vertreiben. Ach, der König der Löwenfelder, da ist er. Da wollte ich rauflaufen und Svenja machen. Dann war mehr so ein. Was ist denn mit dir? Ich glaube, du wirst es sein. Ja, du kommst jetzt nicht lebendig weg, das war auch sicher. Das ist ja noch schöner. Die glauben, die können mich da einfach so hinter uns angreifen, also ganz im Ernst. Voll die feigen Bastarde, hey. So, jetzt bin ich gespannt. Ich hoffe, ich kann, also in den Kampf einsteigen, ohne Rüstung, ohne Waffen kann ich nicht, aber ich hoffe, dass meine beiden Kätzchen das geregelt haben. Die kämpfen nur. Sind noch beide am Leben. Keiner blutet, aber sonst sind sie nicht stark. Bei dem bleibe ich mir da. Das war schon knapp. Ja, du bist frisch dazukommen. Ja, sehr, sehr. Easy going. So, wo sind meine Sachen? Da haben die. Ah,
Da sind meine Sachen drin, oder? Yes. Wo ist mein Gimli, Gamli, Gumli? So, Rüstung ist komplett im Eimer. Das brauchen wir alles nicht. Bei für die Axt, durch die Axt. Wer von euch hat meine Axt? Du. Okay. Ist ja noch gut, ist jetzt alle noch. Ah, du kommst mit. Du kommst mit. Du kommst sowieso mit. Und du bist auch neutral, ne? Ja. Na wunderbar. 5 Minuten hat es noch gedauert, bis wir uns gefunden haben. So. Jetzt laufen wir in die nächste Falle, nur weil ich Azivendia schreien will. Aber wenn der König der Säbelzahntiger den König der Löwen nachmachen muss, dann ist das so ein Eisenbahnschächtel, wo die drüber fahrt. Oh, vielleicht ein Schritt nach hinten. Das schaut so nicht richtig aus. Naja, so weit wie möglich weg, dass es so auffällt. Ah, Svenja, na na ni na na nu na und so weiter. Na schau. Ich bin zufrieden, da hinten ist voller schöner Aquädukt, wo wir Brücken sehen. Jetzt runterfallen, sterben, Spaß haben. Nein, es gibt keine Level 1000 irgendwas. 150 Weibchen, aber ich habe keine Kryokapsel mehr frei. Also wir waren jetzt theoretisch einfach nur in die Richtung laufen. Dann würde ich jetzt einfach nur in diese Richtung laufen und euch dazu holen, wenn wir wieder da sind. Wo wir hin wollen, was bist du für ein Level? 95, du bist ja relativ ideal. Ja, du kannst schreien, wie du möchtest. Lauft sie mit, lauft sie nicht. Warum seid ihr so arg? Probiert zum Wegkommen. Fünfzig, 100, 25. Also mit hier jedem Büsch ist sowas von dem Boden aus. Und die anderen beiden? Sind die anderen beiden? Ah. Jetzt hört das auch was zum Problem, ich meine. So. Den Säbelbezahnten nehmen wir mit. So, dann laufen wir da so rum. Jetzt haben wir wieder ab und da. Guten Tag. Oder wohl? Wo ist? Wir sind die, mit denen ihr nicht spielen dürft. Na, Karte. Sein können mehr so. Also Richtung dieses großen Berges kann man sich merken. Was haben wir da Schönes? Ein leichtes Opfer. Tut mir auch irgendwo leid. Wieder 2 Level-Ups.
geht alles auf Damage. 140 Allosaurier-Mädel. Lecker, Schmecker und keine Kryo-Kapsel mit. Guten Abend, guten Abend. So. Jetzt haben wir 10 Minuten auf der Uhr. Ihr habt schon wieder einen Spaß da hinten, wie ich sehe. Lasst sie nicht ärgern. Das ist doch einfach tot. So, wir halten uns an den Berg da dran, wo wir gesagt haben. Ihr seid da, ihr seid da. So. Also mein Plan heute war eigentlich. Oh, wie viel hast denn du? 135. Ein großes Vieh. Ist der zweite? Ich meine der dritte? Was ist das? Sehr gut. Nehmen wir uns den Andrew auch gleich mit. Hey Andrew. Aber es ist bewusst, wenn wir da jemals ein Männchen oder Weibchen zähmen, das Männchen heißt einfach nur Andrew, das Weibchen ist dann der Andrea, ne? Das wissen wir jetzt alle, ne? Also ich hätte mir eigentlich für heute gedacht, dass wir versuchen, das Magma Drachenei auszubrüten. Denn die essen ja Schwefel. Und Schwefelhammer. So, theoretisch ist dann da die Hütte da hinten gleich geradeaus. Also. Vielleicht auch nicht. Denn mein Orientierungssinn ist sagen wir es mal speziell. Und mit speziell meine ich jetzt nicht unbedingt gut. Die war schon irgendwo. Ah. Ach, da ist er, der zweite Tiger. Gut. Wenn ich ein Steinhaus will, wo wäre ich dann? Ich verteile den Levelpunkt auf Damage. Dann drücke ich kurz einen Schnitt und suche Häuschen. Also wir sehen uns dann für euch in ein paar Sekunden, für mich in wahrscheinlich einer Ewigkeit. Also bis dann. So, das sind wir. Sie haben uns zu Hause gefunden. Ich stehe mitten in einem Gatscho drin. Dankeschön. War gar nicht so weit weg. So, wir parken uns jetzt schon nah wie möglich am Teleporter. Du bleibst da stehen. Du da und du dort. Und ich gehe kurz in die Tür und sage nur, warte, den nennen wir um. Wo steht das Umbenennen? Neue Lande. Einem kleinen A, bitteschön. So, von den neuen Landen, also Heimatbasis.
Ich hoffe, es ist alle dabei. Es müssen drei Kätzchen sein. Eins, zwei. Das ist eine zu wenig. Ja, das kannst du gar nicht mehr reiten, das muss man nur reinstecken. Ach, du bist der. So. Und machen wir das nie wieder, brauchen wir da was so. Wo sind meine Schuhe? Wer hat meine Schuhe? Hast du meine Schuhe? Nö. Mir hätte ich es noch verzeihen können, aber einen anderen Tier. Da gibt es auch einen Popo. So. Noch schnell. Tiere dabei. Dann in die Auffanglagerkiste. Wenn das so schlecht klingt. So. Jetzt bist du leer. Und ich glaube, du bist leer. Ja, noch Essen drin. Das wird verkocht. Weiter und Fleisch. Ich meine, es wäre ein angenehmes Gefühl, um mit 2000 Fleisch nicht zu geben. So, das war ein Lande. So, ist der Teleporter da aufs Wall oder was? Ah, drum. So, wo stehst denn du? Aber jetzt kommst du mit, ne? Ja. Voll die Kratzer und alles, voll die Einschusslöcher in der rechten hinteren Hüfte drin. So, ja, du schaust schon, du hast schon ein bisschen was mitgenommen, gell? So, du bist ja mit den ganz orgschweren Sachen getan. Machen wir dich ja mal lala. Trinken wir dann Schluck. Das kommt alles ungefiltert da rein. So, dann in die Welcome Home Kiste. So, schnapp. Da auch schon Pfeil und was drin. Ja, jetzt. Super schief zusammengeräumt. Also eigentlich überhaupt nicht zusammengeräumt, aber. Was soll man sagen? Den Künstler. Mit 10 Kegel ist aber schon da drin. Ne? So, jetzt kannst du wieder zurück, bitte. Vielleicht versuchen wir ihn dazu verbinden. Das wäre schon eine echt nette Geschichte. Dann bauen wir uns da einfach neue Schuhe. Ich hätte der Schuh. Naja, dann halt so. Wie viele Erfahrungspunkte hast du dort schon? 12.030. Naja. Schwefel. Ich habe keinen Schwefel. Wir gehen Schwefel holen. Mein Körper und ich sind bereit wie noch nie.
auf die Vulkaninsel zu fliegen und dann Schwefel zu grapschen. Und dann verpaaren wir noch einmal die Black Pearl und Jack. Und hoffen, dass etwas Dunkleres rauskommt, weil der Jack, der hat schon andere Gene. Dann werden wir das Kind von Jack und der Black Pearl, also das Bübchen mit den Mädchen verpaaren. Dann haben wir die erste Mutation drin. Also wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich sogar. Dann werden wir mal schauen, was wir kriegen. So. Was hast du für ein Level? 150, ein Bube. Auf zu den Schwefelbecken von, keine Ahnung, Gondor. So, irgendwo wird da ein Schwefelsteinchen liegen, wo ich ein bisschen unbehelligt drauf losklopfen kann. Das schaut gut aus. Hast glaubt, gell? Aber da hast du rechnen ohne meine katzenartigen Reflexe gemacht. Ein jeder, der einmal mich noch so von der Seite anschaut, hat ich schon gedacht, so, oh. So. Jetzt weiß ich es gar nicht mehr. Haben wir das Magma Drachenei schon ins Nest gelegt? Weiß ich jetzt gar nicht. Kann ich jetzt gar nicht beantworten. Das Mikro kann ich noch ein bisschen mehr ins Gesicht hängen lassen. So. Wir sind da oben. Den Beehive sehen wir gleich. So. Einmal aufs Glas, clear und durch. Das war ein guter Sprung. Wo ist der? Da war doch noch ein Vogelbaby. Ah, die Wibern, die... Ah, Feuerwibern. Die haben wir ja auch schon. Das ist auch ein Lappen von dem Weih, das würde ich auch nicht rausrücken müssen. So, und die Feuerwibern. Dann schauen wir noch einen Bonus, weil ich es vergessen habe. Feuerwibern. Das ist schon noch ein Unterschied, ja? Noch ein paar Sekündchen, bis die rausgeschlüpft kommt. Aber wo ist denn Jack und der Black Pearl, der Babyvogel hin? Ah, da draußen steht der. Hallo. Oh. Gleich einmal das Gewehr durchladen. Hallo. Pff, bumm.
Ja, komm mit. Komm mit, bitte. Also theoretisch rede ich mit dir. Kommst nicht vorbei, hm? Sei ehrlich. Aber du bist ein Hübscher. Schaut ihn euch an. Ich brauche einen Namen für einen männlichen Feuerwivern. So, was haben wir da? Hündelaufus aus? Ceratöpfchen. Ach, so viele Babys wird sie da rausschmiert. Mein drei Triceratops, ein Para, ein Dilophus, also. Jetzt schon was. So, warum kommst du denn nicht raus? Ah? Ich wollte meine Abbaupistole haben, bitte. Ich will die Abbaupistole haben, bitte. Kriege ich jetzt die Abbaupistole? Dankeschön. So, jetzt verfolgst du mich, bitteschön. Bitte schön. Sehr gut, da kommt stehen bleiben. Klimaanlagen. Ich will mich nicht plagen, ich brauche Klimaanlagen. Den guten Mitsubishi Air Conditioner von Yamaha. Ist das eigentlich schon so weit so gut? Boah, das dauert aber lang. Gebe ich mal. Hier kann ich den Schwefel nicht reingeben. Na, dann müssen wir den Magma-Drachen von Hand filtern, solange bis er aus dem Sog fressen kann. Ne? 3000 Leben, 2,7, 700 Kilo, 500 Angriff, das ist richtig nett. Sattel noch einstecken? Will ich nicht. Aber ich finde, ist denn auch ein Sattel? Ah. Ich bin ja voll vorbereitet. So, das ist das neue Mädel. Und du bist der Bursche. Also, ihr könnt euren Vater nicht so richtig abstreiten, ne? Wenn wir ehrlich sind. Ein Babyschaf. Ein Babyschaf. So, ja, was. Was dauert denn das so lange, ey, das? Ja, ich hab mal gedacht, dass er schneller geht, wenn ich ehrlich bin. In den Hyperkrog reinmachen, dann kann ich schon mal aus der Backe reingehen und hoffen, dass es reicht. Ja, das lebt. Boah, komisch. Ja, jetzt kriegen wir auch schon den Darbesser. Ja, das wäre jetzt natürlich voll praktisch, wenn wir Kribbel machen müssten. Und dafür auch Eier bräuchten, aber das brauchen wir zum Glück nicht. Ich gebe mal die Munition und so zurück. Die Ammunition. Das ist jetzt meine coole neue Axt. Da ist meine coole neue Axt. Meine coolen neuen Pfeile.
Also eine grüne Spitzhacke. Die kommen das bisher voran, die alte meine ich natürlich. Speer kommt dahin. Ein paar Pfeile mehr. Ich hoffe, das macht nicht im neuen Step da schon. Ich hoffe da nicht. Doch auch. Na gut, dann sind wir jetzt bei 30,5 Minuten. Ja, was haben wir heute alles erreicht? Wir haben unsere Leiste geborgen. Zwei relativ große Nachtmaren erledigt. Wir haben einen Feuerwivern ausgebrütet. Der jetzt der Flammenbär ist. Ich hoffe, damit weiß jemand was anzufangen. So. Wir haben auch schon Ewigkeiten da stehen und haben keinen zweiten Kolker. Na gut. Das dauert noch. Das dauert noch. Ja, aber es war alles in allem, finde ich jetzt persönlich, war es eine entspannte Aufnahmesession, bis auf den einen Tod. Aber sonst war das recht entspannt. Wir haben dort eine erste kleine, wir können uns hinporten, Basis aufgezimmert. Das ist wirklich nie verkehrt. Ja. Na dann würde ich mich jetzt von euch in aller Höflichkeit verabschieden wollen. Und ich würde mich riesig über ein Abo freuen, über einen Kommentar, über einen Daumen nach oben, Daumen nach unten. Das überlasse ich euch. Ist ja, Geschmäcker sind ja verschieden zum Glück. Und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, dann verpasst ihr nicht meine regelmäßig rauskommenden Katastrophen da, wo ich dann ganz hektisch bin, weil ein Dino von mir sagt, wo ist. Ist okay, schon mal nicht. Also dann. Wir sehen uns, meine Freunde. Viel Spaß. Baba.